Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Dokkan Battle Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar möchte ich jetzt noch kurz davor, bevor wir jetzt hier richtig beginnen, noch was erwähnen. Und zwar habe ich auf Twitter mal gefragt, ob es möglich wäre, von einigen Leuten, die zum Beispiel mindestens 150 Stones auf ihrem Account haben und vorhaben zu ziehen bei irgendeinem Banner, ob sie mir ihren Account geben können, dass ich für sie ziehe und dazu ein Video mache. Weil wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute sagen, bring mal sehr viele Videos zu Dokkan Battle, bring noch mehr. Aber viele bedenken halt nicht, dass man sich erstmal diese Steine erfarmen muss, beziehungsweise wenn das jemand macht, sogar kaufen muss. Und das Kaufen finde ich halt ziemlich teuer und sowas mache ich auch nicht. Ich werde für keine App dieser Welt irgendwelche Steine kaufen, damit ich ein paar Charaktere ziehen kann. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn ihr einen Account habt, mir über Transfercode euren Account kurz zu leihen für ca. 15 Minuten. Dann kann ich ein Video machen und ihr bekommt euren Account mit den neuen Charakteren wieder zurück und ihr habt ein neues Video sozusagen. Wer das machen möchte, kann mich über Facebook oder Twitter anschreiben. Und ja, und das ist so ein Account. Den habe ich von dem Nick bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ihr bekommt jetzt sozusagen auch noch seinen Twitter-Namen. Der wird da sozusagen im Gameplay oben bei der Lebensanzeige und Energie- und Stamina-Anzeige wird da verlinkt sein. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch vorbeigucken und ihm einfach mal ein Dankeschön da lassen, weil durch ihn ist dieses Video hier entstanden. Und ja, er möchte auf jeden Fall, dass ich für ihn ziehe. Davor gucken wir aber natürlich noch seine Charaktere an. Ich meine, wenn schon, denn schon. Dazu stelle ich jetzt aber erstmal die SRR und N-Charaktere aus, weil die sind unrelevant. Und ja, das sind sozusagen seine besten Charaktere, die er gerade hat. Also seine ganzen SSR und URs. Er hat zwei URs und der Rest sind alles SSR. Davon sind aber ein paar Event-Charaktere, die man einfach so bekommen hat. Wie zum Beispiel der GT Goku, der Kid Goku, der Goku. Das ist auch ein Event-Charakter, der hier auch. Also die man einfach so geschenkt bekommt. Und der Rest, den hat er sich, glaube ich, so erfarmt. Ja, den Rest hat er sich so erfarmt. Auf jeden Fall ist sein bester Charakter, den er jetzt hier hat, würde ich jetzt schon sagen, hier der Gogeta. Den hat er auf jeden Fall schon auf UR, aber noch leider nicht TUR. Den muss er noch auf TUR machen. Aber ich würde mal sagen, gehen wir jetzt wirklich mal rüber zum Summon. So, der Jute Nick will, dass ich hier bei diesem Banner ziehe. Das ist sozusagen der ganz neue Banner. Und hier gibt es auf jeden Fall ziemlich interessante Charaktere. Wie zum Beispiel den neuen Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Was will man mehr? Also den würde ich auf jeden Fall gerne haben. Natürlich gibt es da noch den Super Vegeto, den ich am liebsten haben möchte. Also für mich jetzt. Dann haben wir natürlich noch Super Saiyan 3 Goku. Champa ist auch neu dazugekommen. Hit haben wir. Dann haben wir noch Super Saiyan Blue Goku. Nochmal ein Blue Goku. Vegeto. Super Saiyan 3. Dann haben wir hier Cold. Nochmal Cold. Und ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe natürlich, dass ich für den Nick was Gescheites ziehen kann. Er will, dass ich dreimal Multi mache. Und ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, drückt ihm auch die Daumen, kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Erstes Multi legen wir los. So, ich bin gespannt. Das erste Multi, was ich für einen Abonnenten mache, ist doch der Oberhammer, oder? So, Super Saiyan leider gar nichts. Mann, ist das belastend. Es tut mir so leid, wenn ich nur Kacke für dich ziehe. Ich wünsche wirklich alles Gute. Oh mein Gott, wir haben gleich schon Ballgeist bekommen. Oh shit, okay, wir haben Rikum. Den brauchen wir gar nicht. Das ist Satan GT. Oh Mann, ey, wie ich die einfach schon an den Silhouetten erkenne. Das ist hier der von Bojack irgendwie. Die Filmcharaktere sind, naja, braucht keiner. Und wir haben, oh shit, SSR Super Saiyan 1 Gohan. Wow. Oh shit, Alter. Der müsste relativ gut sein. Ich glaube, darüber wird er sich freuen. Dann haben wir C16. Was haben wir noch? C18. Gohan, naja, der könnte, glaube ich, zu Saiyaman werden. Ich bin mir gar nicht so sicher. Nochmal C18. Was haben wir noch? Was ist das denn? Ach so. Das ist, wie nennt man den? Pikugan? Nee, nicht Pikugan. Es ist also eine Mischung aus Piccolo und Pikugan. Oh Mann. Aber darüber würde sich, glaube ich, freuen hier über den Gohan. Ich meine, der müsste relativ gut sein. Mach den mal groß. Ja, der ist auf jeden Fall ordentlich. Komm, da machen wir gleich mal ein Schloss dran. Dann ist er auf jeden Fall safe und kann auch nicht mehr gelöscht werden. So, direkt nächstes Multi. Oh Mann, ey. Ich wünsche ihm echt, dass ich für ihn einen Banner-Charakter ziehe. Das hat er sich einfach verdient. Er war der Erste, der mir jetzt seinen Account gegeben hat. Das hat er sich einfach verdient, dass ich für ihn sozusagen einen wirklich der Banner-Charaktere ziehe. Sei es Super Vegeto, sei es Super Saiyan Blue Kaioken.
oder sonst irgendwas. Ich wünsche es ihm einfach. So, Krillin haben wir hier. Das ist Videl. Können wir gleich wegmachen. Dann haben wir C17. Goten. Wir haben ja doppelt Goten jetzt, weil der Goten, der kann durch das aktuelle Event von Gotenks, ich glaube, das ist aber schon wieder weg, kann der zu Gotenks werden. Ich glaube, das ist sogar der. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Dann haben wir hier diesen Goku. Der ist aber gut. Der kann zu Super Saiyan God Goku werden. Man braucht halt nur die richtigen Medals dafür und die sind halt nicht so einfach zu bekommen, weil das Event gar nicht so oft kommt. Was haben wir noch? Wir haben Krillin mit Haaren. Ich meine, ohne Haare reicht es auf jeden Fall überhaupt nicht. Natürlich brauchen wir den auch mit Haaren. Ach, den Namen weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, das sind diese Spobovic hießen die doch. Die Spobovic-Brüder da. Dann nochmal Videl. Alter, was für ein Ass, Alter. Und Vegeta. Ah, okay. Ja, das war jetzt nicht so gut. Bis auf den Goku eigentlich. Der Goku ist wirklich gut. Also, den finde ich ganz gut. So, letztes Multi. Nick, wie gesagt, ich drücke dir jetzt echt nochmal hier die Daumen hier so. Siehst du, ich drücke sie dir. Das kriegen wir hin. Wir ziehen jetzt für dich einen Banner-Charakter. Ich puste jetzt auch nochmal in das Kamehameha mehr herein. Sollte jetzt reichen. Es ist schon mal Regenbogenschrift. Wie gesagt, es liegt an dem Spiel. Okay, ich habe meinen Glückspusten drauf gemacht. Also mehr kann ich nicht machen. So, was haben wir? Wir haben einen... Ja, Yamcha. Na, Yamcha braucht man auf jeden Fall. Dann haben wir hier Goku. Oh, aus Dragon Ball Super. Ich mag diesen Kampfanzug total. Ich weiß nicht. Allein dieses Symbol von Biss und dann noch dieses... sein blaues Bändchen, dass es halt nicht mehr so gerade runterhängt, sondern so ein bisschen schief und so. Ich finde, es hat was irgendwas bei dem Anzug. Auch, dass er dieses Unterhemd nicht mehr hat. Gefällt mir. So. Oh, shit! Wow. Oh, shit, es ist er! Super Saiyajin 3 Goku, der wird sich so freuen. Oh, shit! Oh, shit! Okay, machen wir weiter. Oh, mein Gott! Der wird sich so freuen. Also, wie gesagt, ihr wisst, ich habe Glück. Gebt mir eure Accounts, ich mache Videos dazu. Und ihr bekommt geile Charaktere. So, Chi-Chi haben wir noch. Dann haben wir hier Gotenks. Alter, was hat denn der für Lack? Wow. Guck mal, wenn ich bei anderen Abonnenten ziehe, dann kriegen die hier voll die geilen Charaktere. Aber wenn ich das mache, dann fecken die mich so in den Arsch, ey. Das ist doch der Hammer. Mann, den hätte ich auch gerne. Hammer hat 3 SSR. Und der nächste. Oh, das ist vielleicht kein SSR, aber... Was ist das? Wo lebe ich denn? Der freut sich in Astab. Der wird sich so in Astab freuen. Okay, der Rest ist einfach nur Käse bis jetzt. Okay, was ist das? Der Freezer nochmal. Holy moly, Alter. Da gebt euch das hier mal. Junger Vater, ey. Der wird sich so darüber freuen. Da bin ich mir so sicher. Holy moly, Alter. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. 3 SSR in einem Video. Oha, Alter, das ist wirklich gut. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden, dass ich hier für ihn wirklich auf jeden Fall was Gutes rausziehen konnte. Wenn ihr auch mal Bock habt, mir einen Account von euch zu geben, am besten bitte einen Hauptaccount von euch oder so, wo auch ein bisschen was zu zeigen ist und so, mit mindestens 150 Stones, kann ich ein Video machen. Schreibt mich dann einfach über Facebook oder Twitter an und dann können wir das auf jeden Fall regeln und dann gibt es auch mehr Videos zu Dokkan Battle. Wie gesagt, ansonsten schaffe ich das von meinen einzigen 2 Accounts einfach nicht, dass ich da wirklich mehrere Videos mache, weil ich bekomme einfach fast keine Stones mehr. Und da bin ich einfach in der Sicht einfach auf euch angewiesen, dass ihr mir da ein bisschen entgegenkommt und mir vielleicht eure Accounts kurz zur Verfügung gibt, dass ich kurz ziehe und ihr bekommt euren Account plus die neuen Charaktere zurück. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst noch einen Daumen nach oben da für 3 SSR. Und wie gesagt, wenn ihr mehr haben wollt, dann 750 liken und es gibt direkt das nächste Video. Ich kann auch nochmal ziehen und dann machen wir das auf jeden Fall. 750 Likes, direkt nächstes Video. Es liegt an euch. Bis dahin, haut rein. Tödelö. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann. Wir sind bei dir und deines verleiht uns die Macht. Dragon Ball.